Hallo, Arnold. Na, bist du es nicht leid, Bilder mit künstlicher Intelligenz zu erzeugen? Wow, du hast beschlossen, sie auf Tinder hochzuladen? Glaubst du, darauf fällt jemand rein? Das gibt's doch nicht. Eine neue Nachricht. Du wirst zu einem Date eingeladen, Arnie. Dein harmloses Social-Media-Foto ist, wie Millionen andere, Teil einer Datenbank zur Gesichtserkennung auf der Straße. In den USA ist jeder zweite Erwachsene in der Datenbank und kann mithilfe von 50 Millionen Straßenkameras aufgespürt werden. Daher wird dich die künstliche Intelligenz mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% finden, wo immer du bist. Aber nicht einmal künstliche Intelligenz kann dir bei der Klamottenwahl helfen. Schließlich ist es schwer, sich zwischen zwei zu entscheiden. Arnold, die Hauptsache ist doch, sei du selbst und verhalte dich natürlich. Die Datenbank des beliebten ChatGPT-3 ist vergleichbar mit 285.000 Büchern, mit je 200 Seiten. Wenn ein Mensch 7 Bücher pro Woche liest, dann wird er erst nach 5.470 Jahren das letzte Buch gelesen haben. Künstliche Intelligenz kann diese Aufgabe in nur 5 Jahren bewältigen und ist damit 101.143% effizienter als ein Mensch. Nervös? Ich auch. Und da ist sie. Wow, eine echte Schönheit. Wie hat sie sich in dich verliebt? Das ist verdächtig. Sie lacht über deine Witze? Sehr verdächtig. 10 Strikes hintereinander? Völlig verdächtig. Arnie, du bist ein schrecklicher Fotograf. Was? Sie ist ein Roboter mit künstlicher Intelligenz? Es scheint, als wolle sie keine Liebe von dir, sondern etwas anderes. Du rennst besser, Arnie. Der XM25 Granatenwerfer nutzt eine künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, Ziele autonom zu erkennen und eine Explosionsmethode zu wählen. Die beliebtesten Waffen mit künstlicher Intelligenz bleiben jedoch Drohnen. Sie können Gesichter aus einer Entfernung von einer Meile erkennen und das in nicht mehr als 2 Sekunden. Aber wer weiß, vielleicht werfen diese Drohnen ja auch etwas ganz anderes ab als Bomben. Arnold, du kannst diese Cyberlady nicht einfach loswerden. Warte, ich habe eine Idee. Hast du ihr Telefon? Beeil dich, Arnold, du musst sie irgendwie ausschalten. Können wir dein Bewusstsein auf einen USB-Stick übertragen? Ich frage mich, wie viele Gigabytes wir dafür brauchen. Es ist kaum zu glauben, aber Arnolds Gehirn hat eine enorme Speicherdichte. Seine Kapazität beträgt 2,5 Millionen abstrakte Gigabyte. Dafür brauchen wir 2500 Festplatten mit einem Volumen von je 1 Terabyte. Abonniere und klicke auf Gefällt mir für mehr interessante Fakten. Armer Kerl, mach dir keine Sorgen, Arnie. Bald bist du ein Cyborg. Halb Roboter, halb Mensch. Dann hast du vor nichts mehr Angst. Alle anderen werden Angst vor dir haben. Hasta la vista, Baby. Ein großer Teil des Gehirns wird von verschiedenen Lebensprozessen in Anspruch genommen. Selbst beim Furzen werden Millionen von Neuronen benötigt. Das Volumen des semantischen Gedächtnisses, also die Informationen in Symbolen, das Wissen über die Welt, ist deutlich kleiner als das Gesamtvolumen. Um zum Beispiel die gesamte englische Sprache zu lernen, braucht man nur 12 Megabyte. Mach dir keine Sorgen, Arnold, wir haben es geschafft, alle Daten aus deinem Gehirn zu übertragen. Obwohl es eigentlich gar nicht so viel war. Alles passt auf einen USB-Stick. Ich habe sogar ein paar neue Funktionen installiert. Jetzt kannst du, Arnold, Matheaufgaben ohne Taschenrechner lösen. Der präzise Arbeitsspeicher des Gehirns kann zwischen 5 und 9 Ziffern auf einmal speichern. Das sind nur etwa 40 Bits oder 5 Bytes. Du kannst deinen Arbeitsspeicher verbessern, indem du verschiedene Elemente kombinierst. Zum Beispiel 3, 5, 2, das sind 3 Elemente, aber 352, das ist nur ein Element. Arnold, du kannst dein normales Leben wieder aufnehmen und musst dir keine Sorgen mehr über Magenschmerzen machen, weil du zu viel Pizza gegessen hast. Hey, Arnold, schreibst du schon wieder Blödsinn bei ChatGPT? Arnold, wegen dir wird die KI denken, dass die Menschheit dümmer ist als sie. Und das ist gefährlich. Warte doch mal, bist du nicht neugierig, was ChatGPT auf den idiotischen Unsinn, den du da geschrieben hast, antworten wird? Sogar Elon Musk hat Angst, dass die KI die Menschheit zerstören könnte. Und du provozierst sie. Es sieht so aus, als wäre dir das Toilettenpapier ausgegangen. Und du meinst, das wäre das Schlimmste, was dir heute passieren kann? Arnold, kam das Geräusch von dir? Ich hab's dir gesagt.
Wegen deiner Dummheit wird die KI die gesamte Menschheit vernichten. Oder vielleicht nicht alle. Eine Atomexplosion zerstört etwa 3000 Quadratkilometer. Insgesamt gibt es auf der Erde etwa 362 Millionen Quadratkilometer, die zur Zerstörung geeignet sind. Um alles kaputt zu machen, bräuchte man etwa 128.000 Sprengköpfe. Das ist 10-mal mehr, als es auf der Erde gibt. Nun, Arnie, bist du bereit für einen Atomkrieg? Eine gute Nachricht. Ein Teil der Menschheit wird überleben. Die Frage ist nur, wie lange? Lebensmittel aus der Dose sind eine gute Wahl. Ja, die letzte Dose war eine zu viel. Aber was denkst du, Arnold? Wie lange wirst du ohne Pflanzen auskommen? In Svalbard wurde ein internationaler Saatguttresor gebaut. Er enthält mehr als 900.000 Samen, kann aber bis zu 2 Milliarden aufnehmen. Das ist genug, um die gesamte Flora der Erde wieder zu beleben. Oder zumindest etwas zu essen für die langen Nächte im nuklearen Winter zu haben. Du bist gut gerüstet, Kumpel. Chips, Wasser, Pflanzen, Konserven, Medizin und sogar einen Computer. Aber es scheint, dass du das Wichtigste vergessen hast. Eine Atomexplosion setzt im Durchschnitt 500 Tonnen Staub in die Atmosphäre frei. Der Staub, der bei der Explosion aller Atomwaffen auf der Erde entsteht, könnte 50 bis 85% des Himmels der Erde bedecken. Was für ein Scheiß ist das? Oho, es sieht so aus, als würde alles unheimlich und buggy werden. Es wird von Tag zu Tag schwieriger, die virtuelle Realität von der Wirklichkeit zu unterscheiden. Oho, déjà vu. Beruhige dich, du paranoider Spinner. Streunende Tiere brechen oft in Häuser ein, um Futter zu finden. Oder ist die Welt um dich herum vielleicht nur eine Simulation? Entspann dich, Kumpel. Das ist eine optische Täuschung. Wenn du deinen Blickwinkel änderst, fügt sich alles zusammen. Aber in Wahrheit ist alles, was du siehst, nur die Interpretation deines Gehirns. Das Licht, das auf deine Netzhaut trifft, wird in einen Impuls umgewandelt, der Informationen an das visuelle Bildverarbeitungssystem weiterleitet. Von dort geht das Signal an dein Gehirn weiter und du siehst, was du siehst. Und wenn... Was für eine Schönheit! Ein weiterer Glitch? Oder eine Folge der beliebten Trends auf den Massenmärkten? Eine solche Synchronität kann einen glauben lassen, dass man den Verstand verliert. Ja, Arnold, du hast recht. Das musst du unbedingt aufnehmen. Aber nimm dein Handy langsam und vorsichtig aus der Tasche, Kumpel. Sonst könnte die Polizei denken, dass du nach einer Waffe greifst. So funktioniert die Täuschung. Die Netzhautformation in deinem Stammhirn wird erregt. Hey, wo willst du hin, Feigling? Arnie! Wer ist das? Nein, 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 denk nicht mal daran. Das ist doch nicht die Matrix. Das war eine schlechte Idee, Arnold. Fast so schlecht wie eine Fortsetzung der legendären Trilogie. Hier ist Arnold, ist eine Halluzination. Und die Effekte sind jetzt 300 Mal stärker. Und Arnolds Gehirn verwandelt sich in Glibber. Genau genommen er auch. Jetzt brauchen wir die schnelle Hilfe. Was passiert hier? Was zur Hölle? Bin ich jetzt auch ein Glitch? Arnold, und er sieht hungrig aus. Arnold, schau, das bist du, aber aus der Zukunft. Warte, er braucht nicht deine Klamotten, er braucht Hilfe. Deshalb gehst du jetzt in das Jahr 2050. Oh je, das ist nicht die strahlende Zukunft, an die die Menschen denken. In der Tat leidet die Erde im Jahr 2050 unter der globalen Erwärmung. Die Bevölkerung des Planeten ist auf über 10 Milliarden Menschen angewachsen. Diese Überbevölkerung hat zu einer Verknappung des Süßwassers geführt. Kannst du dir das vorstellen? Der Planet steht am Rande der Zerstörung und sie streiten sich um Pepsi. Okay, zurück zu unserer Mission. Im Jahr 2050 hat jeder kybernetische Implantate. Und da feindliche Drohnen Implantate auf einer Entfernung von 10 Kilometern aufspüren können, bist du, Arnold, die unentdeckbarste und unverwundbarste Person im Jahr 2050. Du bist derjenige, der helfen wird, den Verlauf des Krieges zu verändern. Soldaten, versammelt euch! Und so, Arnold, Feind wurde im Norden gesichtet. Doch der Weg ist durch elektromagnetische Geschütze versperrt. Anstelle von Geschossen feuern sie elektrische Impulse ab. Und die Impulsgeschwindigkeit übersteigt 7000 Kilometer pro Stunde. Wir müssen einen Unterschlupf finden. Schnell, geh runter in die Unterführung. Du bist den Kanonen entkommen, Arnold. Aber es gibt jetzt andere Probleme. Scanner-Drohnen.
Und mach dir keine Sorgen, Arnold. Denke daran, diese Drohnen werden dich nicht einmal bemerken. Du musst nur an ihnen vorbeieilen und den Strom abschalten. Gut gemacht, Arnold. Die Zukunft war sicher nicht bereit für Leute wie dich. Mach weiter, Kumpel. Du bist fast am Ziel. Es ist Zeit, an die Oberfläche zu kommen. Arnold, hier gibt es viele Feinde. Steig in das Exoskelett. Damit kannst du ein super Soldat werden und lange Strecken zurücklegen, ohne zu ermüden. Und jede körperliche Aktivität wird 20 Mal leichter als vorher. Du bist jetzt unschlagbar, Arnold. Jetzt musst du nur noch die Steuerung beherrschen. Arnold, nee! Oh Mensch, jetzt hast du dich gerade selbst in der Zukunft getötet. Okay, nun, keine Zeit zum Trauern. Deine Feinde werden kommen. Du hast einen Flammenwerfer. Benutze ihn! Oh ja, hätte ja niemand gedacht, dass dies eines Tages in Hollywood passieren würde. Arnold, pass auf! Eine Rakete! Arnold, geht es dir gut? Arnold, du warst schwer verletzt. Also haben dir die Ärzte ein paar Upgrades verpasst. Fast so gut wie neu. Aber es gibt ein Problem. Jetzt brauchen wir einen Soldaten ohne Implantate und du musst in der Zeit zurückreisen und ihn finden. Und hier ist dein Freiwilliger. Bringe ihn in das Portal. Und jeder sucht nach dir. 195 Länder haben dein Foto in allen möglichen Medien veröffentlicht. Du bist in allen Polizeidatenbanken der Welt gelistet. Die besten Spezialeinheiten der Welt sind hinter dir her. Der MI6, der britische Geheimdienst, arbeitet seit 100 Jahren rund um die Uhr. ISI, Pakistans abteilungsübergreifender Geheimdienst mit der mannstärksten Truppe der Welt, 10.000 Agenten. Die CIA, pass auf, Arnie, sie foltern Menschen. Der kanadische Geheimdienst mit 507 Millionen US-Dollar Suchbudget. Glaubst du wirklich, du kannst dich vor allen verstecken? Auf jedem Smartphone bist du in den sozialen Medien vertreten. Du bist populärer geworden als Greta Thunberg. Ich bin sicher, sie beneidet dich jetzt. Schließlich kannst du wirklich helfen, die Menschheit zu retten. Ey, gib ihnen einfach dein Blut. Bis zum letzten Tropfen. Elite-Spezialeinheiten aus allen Ländern sind hinter dir her. US Navy SEALs, die französische Nationalgendarmerie, die chinesischen Schneeleoparden. Aber natürlich könnte dich auch ein Baby fangen. Big Brother is watching you. Allein in New York City gibt's 20.000 Überwachungskameras. Die machen Fotos, vergleichen den Abstand zwischen den Hauptmerkmalen im Gesicht, Nase, Augen, Mund. Die Daten werden in den numerischen Code einer Person, einen Gesichtsausdruck, konvertiert und mit der Datenbank überprüft. Darüber hinaus kann jeder im Darknet Bilddatenbanken aus Cafés, Krankenhäusern und Einkaufszentren kaufen, sogar in der Nähe des FBI-Hauptsitzes. Die wissen, wo du vor 5 Minuten warst. Fang! Diese Brille mit eingebauten Infrarot-LEDs hilft dir, dein Gesicht vor den Kameras zu verbergen. Für sie wird dein Gesicht wie ein leuchtender, blinder Fleck aussehen. Ach, und vergiss nicht die Batterie. Das reicht doch nicht. Du brauchst eine Verkleidung. Es war eine verdammt schlechte Idee, so viele Donuts zu essen. Die fördern die übermäßige Bildung von Gasen. Feuer frei! Du siehst gut aus. Aber Suchhunde finden dich am Geruch von Buttersäure, der Großkomponente deines Schweißes. Gerade einmal 1 Gramm Schweiß reicht aus, damit der Hund dich auf dem Dach dieses 10-stöckigen Hauses riecht. Oder in einer Tiefe von 15 Fuß unter Beton. Allein in den USA gibt es fast 7 Millionen Drohnen. Hör auf wegzulaufen und nimm diese Spezialwaffe gegen Drohnen. Diese Waffe feuert einen breiten Strom elektromagnetischer Emissionen ab, sodass du nicht zielen musst. Es reicht aus, wenn der Interferenzstrom die Drohne berührt. Dann verliert sie den Kontakt zur Basis und stürzt ab. Was hast du getan? Versteck dich in der Menge, du Hirni! Nun, du musst ihn küssen. Dieses kleine Schweinchen ist ein bisschen schlauer als Arnold. Und nein, nicht weil es einen Neuralink-Chip in seinem Gehirn hat,
sondern weil es mit dem Bus hergekommen ist. Im Gegensatz zu unserem rothaarigen Trottel, der sein Auto bei der Mafia für 50 Dollar die Stunde parkt. Auf dieser Konferenz wird Elon Musk den Prozess demonstrieren, wie man einen fortgeschrittenen Mikrochip in das Gehirn dieser niedlichen kleinen Affen einpflanzt. Arnold, hör auf, die Affen mit deinen Schlüsseln zu ärgern. Siehst du? Na toll. Nun, du hast es verdient, Kumpel. Ich verstehe nicht, wie Elon so einen Trottel zu seiner Konferenz einladen konnte. Aus wissenschaftlicher Sicht ist Neuralink ein ziemlich einfaches Gerät. Es ist ein Satz von Elektroden, die elektronische Impulse von Neuronen im Gehirn an einen Computer übertragen. Aber vom technischen Standpunkt aus gesehen ist es ein erstaunlich komplexes Gerät. Stell dir vor, dass das Gehirn ein großes Knäuel aus außerordentlich verworrenen Drähten ist und du musst es sehr vorsichtig anschließen, ohne etwas zu beschädigen. Arnold, lauf! Du musst dein Parkticket bezahlen oder dein Auto wird abgeschleppt. Wir müssen die Schlüssel so schnell wie möglich von den Schimpansen bekommen. Bei diesen Parkgebühren musst du bis zum Ende des Monats mit Sachen aus dem 1-Euro-Laden leben. Los, zieh das Affenkostüm an, so hast du mehr Glück. Trau mir. Ich weiß, es riecht nach Arschkäse, aber es ist nur für 5 Minuten. Noch einmal, du kannst es schaffen. Hey, Freundchen, wo bringst du Arnold hin? Nur mir ist es erlaubt, an ihm herum zu experimentieren. Elon, bitte sei sanft zu Arnold. Aber mit wem rede ich? Ich bin nur eine Stimme im Kopf dieses Dummkopfes. Arnolds Gehirn hat fast die gleiche Größe wie das eines Primaten. Und diese Version des Chips wird perfekt zu ihm passen. Dank Neuralink und Wi-Fi kann Arnold nun mit anderen Besitzern dieses Geräts über die Kraft der Gedanken kommunizieren. Außerdem profitiert er von einer enormen Steigerung der Geschwindigkeit bei der Interaktion mit dem Internet. Arnold, komm schon, konzentriere dich, du kannst es schaffen. Lade dir die Affenzeichensprache aus dem Internet herunter. Ich habe nie daran gezweifelt, dass du es schaffen würdest, Arnold. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass du es einen ganzen Tag lang durchziehen würdest. Ich dachte, du wärst so dumm, dass dir nicht einmal der Neuralink-Chip helfen könnte. Aber du hast einfach vergessen, ihn einzuschalten. Ich habe eine Maschine gebaut, die Dinge für 24 Stunden unsichtbar macht. Es gibt 3 Möglichkeiten, sich unsichtbar zu machen. Die erste ist perfekte Transparenz, die wir leider nicht erreichen können. Die zweite ist die Tarnung, bei der die vom Objekt ausgehenden Lichtstrahlen den Strahlen entsprechen, die wir in Abwesenheit des Objekts erwarten zu sehen. Das ist genau das, was meine Maschine macht. Und der dritte und letzte Ansatz ist, wenn ein Objekt in ein Metamaterial gehüllt wird. So etwas wie ein unsichtbarer Hut, der den Weg der Lichtstrahlen so verändert, dass sie unverändert erscheinen. Wir probieren es mal an einer Pizza aus. Wenn alles klappt, wird es eine Pizza sein, die du nicht mit deinen Freunden teilen musst. Okay, ich lege den ersten Schalter um. Wusstest du, dass die erste dreidimensionale Unsichtbarkeit von einer Gruppe der University of California, Berkeley, im Jahr 2008 erreicht wurde? Sie schufen ein Netz aus silbernen Mikrofasern, das Lichtstrahlen weder reflektiert noch absorbiert. Infolgedessen sieht das Auge nur Licht von den Objekten hinter dem getarnten Gebilde. Jetzt der zweite Schalter. Nicht bewegen, Arnold! Warte, was machst denn du da? Du bist so ein Schwachkopf. Ich würde dir ja eine reinhauen, aber verdammt, ich weiß nicht, wo du bist. Oh. Setz die Mütze auf, damit ich dich sehen kann. Okay, du hast 24 Stunden Zeit. Was wirst du tun? Wer hätte nicht gedacht, dass du da zuerst hingehen würdest? Wenn meine Maschine nach dem Prinzip der Unsichtbarkeit arbeiten würde, würdest du blind sein, weil der Brechungsindex des unsichtbaren Körpers gleich dem der Luft ist. Und die Linsen in deinen Augen würden keine Lichtstrahlen mehr brechen können und auf die Netzhaut fokussieren. Die Netzhaut selbst wäre auch nicht in der Lage, sichtbares Licht mit den Stäbchen und Zapfen zu absorbieren, wegen ihrer Unsichtbarkeit. Aber wie ich sehe, scheint deine Sehkraft ja vollkommen in Ordnung zu sein, du sabbernder Ignorant. Okay, jetzt, wo die Turnhalle schließt, können wir etwas anderes machen. Du hast noch 18 Stunden. Ich meinte etwas Bedeutsameres, du blockköpfiger Trottelaffe. Immerhin könntest du schreckliche Geheimnisse lüften und unglaubliche Kunststücke vollbringen. Du könntest dir sogar einen Weg in die Area 51 bahnen.
Oh, richtig. Die ist ja ganz woanders. Hast du irgendwelche Ideen? Denkst du übers Klauen nach? Das ist eine schreckliche Idee. Auf jeden Fall brauchst du einen Plan. Natürlich kannst du dank der Unsichtbarkeit lange nach der Schließung bleiben. Aber dann musst du die Wachen umgehen. Und außerdem gibt es rund um den Diamanten Laser. Kannst du wirklich einen dreifachen Salto machen, den Diamanten stehlen und das Museum in einem Auto verlassen, das neue Antiquitäten für die Ausstellung bringt und das genau um 2 Uhr morgens? Selbst wenn, das ist eine wirklich schlechte Idee. Das Museum schließt in einer Stunde. Geh und versteck dich in der Ecke und warte. Und nimm die Mütze ab, du scharfköpfiger Trottel. Mach dich bereit, Arnold. Die Hauptsache ist natürlich nicht erwischt zu werden. Arnold, und los geht's. Ach du Schreck, du hättest nur einen dreifachen Salto machen müssen und du hast es wieder vermasselt. Jetzt musst du um dein Leben rennen, Arnold. Der Ausgang ist gleich um die Ecke. Komm schon, Arnold, du schaffst es. Verdammt, sieht so aus, als hättest du eine Glaskopie des Diamanten gestohlen. Nun, ich muss sagen, das ist eine unglückliche Wendung. Obwohl, um ehrlich zu sein, es ist ziemlich logisch, dass das Original in einem Safe aufbewahrt wird. Jetzt wirst du nie die Liebe der schönen Tagai bekommen. Hier gucken Kinder zu. Du kannst doch nicht einfach deinen Stil ändern. Du machst alles kaputt, du Trottel. Okay. Wusstest du, dass du im Schnitt 7000 Wörter pro Tag sprichst? Und nach einem Jahr des Schweigens hast du... Was zum Teufel? Arnold, ich tue alles für dich. Du solltest mir zuhören. Arnold, bist du denn übergeschnappt? Diese Stereoanlage hat eine Lautstärke von über 150 Dezibel. Das lässt doch deine Trommelfelle platzen. Selbst so einem Idioten wie dir sollte das klar sein. Arnie, ich nehme dir nicht nur deine Stereoanlage weg, sondern auch dein Telefon, deinen Laptop, deine Xbox und alle deine Spielsachen. Du dachtest, du könntest mir widerstehen? Ist das dein Ernst? Komm her, du kleines Arschloch. Wag es ja nicht, wage es nicht, die Stereoanlage einzuschalten. Was zum... Arnold, wenn du so etwas noch einmal machst, drehen wir ein neues Video mit dem Titel Was passiert, wenn man dich bei lebendigem Leib in 1000 Teile zerlegt? Genau so. Und jetzt reiß dich zusammen. Nach einem Jahr Ruhe wird sich der Klang deiner Stimme drastisch verändern. Dein Gehirn tunt deine Stimme, indem es dein Gehör nutzt. Und nach einem Jahr haben deine Ohren vergessen, wie du geklungen hast. Außerdem tut es weh, nach einer so langen Zeit zu sprechen. Ohne Training werden die Stimmbänder schwächer und die Lungen sind schneller erschöpft, weil sie zu wenig Luft bekommen. Du siehst seltsam aus, Arnold. Geht's dir gut? Du hast dich verändert. Denk daran, du kannst immer mit mir reden. Alter, wo hast du das Auto her? Arnold, Mensch, du hast fast den Vogel umgebracht. Jetzt musst du ein Taxi für diese Dame rufen. Zum Glück war es ein Spatz und kein Adler. Ich glaube, dein Telefon hat gerade alle Taxis in den gesamten USA an einen Ort bestellt. In den USA sind rund 230.000 Menschen als Taxifahrer registriert. Mehr als die Hälfte davon sind Uber-Fahrer. Alle Autos in einer Reihe erzeugen einen Stau mit einer Länge von 800 Kilometern. Ein Drittel des Staates New York wird nun kollabieren. Es wird nun schwierig, auf der Straße zu atmen, weil die Emissionen doppelt so hoch sind wie üblich. Und deswegen fängst du an zu husten, fühlst dich schlecht und könntest sogar einen Schlaganfall bekommen. Setze deine Hoffnungen lieber nicht auf einen Krankenwagen. Der rettet dich nicht und auch nicht die anderen 3000 Patienten, die jeden Tag einen Krankenwagen rufen. Riskier's doch und versuch mit der U-Bahn ins Krankenhaus zu fahren. Aber die 6 Millionen Menschen, die normalerweise mit dem Auto fahren, sind bereits in der U-Bahn. Heute gibt es dort etwa 11 Millionen böse und wütende Menschen. Hey, ja, das ist der Kerl, der den ganzen Stau verursacht hat. Kriminelle haben bereits die Hälfte der Geschäfte in der Stadt geplündert, da die Polizei auf die meisten Verbrechen nicht reagieren kann.
Arnold, ich denke, du solltest besser das Land verlassen. In fast jedem Flugzeug, das New York verlässt, ist ein Platz für dich. Menschen können den Flughafen nicht erreichen. Und Flugzeuge, die zur Hälfte leer fliegen, verlieren mehr als 10.000 US-Dollar pro Flug. Zahlt ein Arnold eigentlich immer seine Schulden? Alle Taxifahrer zusammen gaben ungefähr 15 Millionen Dollar aus. Nur für Benzin, um zu dir zu kommen. Wie um alles in der Welt willst du das bezahlen? Warte, hast du wirklich das Geld? Es sieht so aus, als ob Elon Musk herausfinden will, ob Menschen telepathische Fähigkeiten entwickeln können. Mach dir keine Sorgen, Arno. Sie werden dich gehen lassen, wenn du richtig antwortest. Also, rate mal, was auf dem Bild zu sehen ist. Falsch. Und bei dem hier? Nein! Reiß dich zusammen, Mann. Solche Experimente wurden in den 1950er Jahren in den USA durchgeführt. Ihr Ziel war es, paranormale Fähigkeiten bei Soldaten zu entwickeln, um sich einen Vorteil im Kalten Krieg zu verschaffen. Den Versuchspersonen wurde LSD verabreicht, da LSD die Aktivität der neuronalen Verbindungen deutlich erhöht. Arnold, reiß dich zusammen. Selbst eine Ratte lernt schneller als du. Nun, stimmt, das ist keine gewöhnliche Ratte. Sie hat einen Chip in ihrem Gehirn. Bereits 2013 haben Wissenschaftler bewiesen, dass es möglich ist, Nervenimpulse aus der Ferne zu übertragen. Die Ratten befanden sich in verschiedenen Städten, aber sie handelten gemeinsam dank Elektroden, die in ihre Gehirne implantiert wurden und dem Internet. Es sieht so aus, als würde Elon Musk alle verschiedenen Möglichkeiten, Telepathie zu entwickeln, gleichzeitig an ihr ausprobieren. Arnold, stopp! Du beherrschst doch deine Fähigkeiten überhaupt noch nicht, oder? Gedankenlesen hat viele Vorteile. Jetzt können die Leute nichts mehr vor dir verbergen. Aber ich muss dich warnen, du wirst nicht alles mögen, was die Leute über dich denken. Die Vorteile in einer Beziehung? Du kannst sofort erkennen, ob dein Partner dich wirklich liebt. Oder eben nicht. Du kannst die Sprache der Tiere verstehen. Und du kannst deinen perfekten Partner finden. Aber was wäre, wenn alle Menschen die Gedanken der anderen lesen könnten? Eine ideale Welt ohne Lügen und Falschheit? Oder vielleicht doch nicht? Hey, Mister, sei nicht beleidigt, wenn der Typ deine Nase zu picklig findet. Verflixt und zugenäht, das ist eine Katastrophe! Nee, Arnie, nein, halt! Arnold, während unserer Sendung wurdest du ja schon ein paar Mal herumteleportiert, aber hast du dich schon mal gefragt, wie das Ganze funktioniert? Es gibt mehrere Möglichkeiten, durch die Zeit zu reisen. Fangen wir mit einem Wurm doch an. Dein Traumziel? Ha, Australien? Kein Problem. Los, rein da! Ein Wurmloch ist ein Tunnel durch das Raumzeitkontinuum, der dich theoretisch in wenigen Sekunden an jeden Punkt im Universum senden könnte. Aber die Zeit ist relativ, Arnie, und es könnte nur ein paar Sekunden dauern, aber auf der Erde könnten Jahrzehnte vergangen sein. Herzlichen Glückwunsch, Arnie. Du bist in Australien im Jahr 2050. Bisschen unheimlich hier, wa? Und wenn du dich bewegen willst, Quantum-Teleportation kann dabei helfen. Dein Körper besteht aus 100 Billionen Zellen, die wiederum aus jeweils 100 Billionen Atomen bestehen. Und jedes Atom enthält winzige, punktförmige Teilchen, Quanten, die dir helfen könnten, über große Entfernungen hinweg zu teleportieren. Es wäre toll, jemanden zu finden, der dir beim Aufbau eines Quantenteleporters helfen kann. Och, sieh mal, wer da ist. Rick und Morty. Arnie, nimm ihre Zeichnung. Mit ihrer Hilfe kannst du ein Gerät bauen, was dich durch dein Universum und sogar durch alternative Universen schicken kann. Jetzt, wenn der Teleporter fertig ist, rein mit dir in die Kabine und sorge dafür, dass niemand anderes drinnen ist. Na gut, Arnold. Bei der Quantenteleportation stirbt der ursprüngliche Körper und am Zielpunkt entsteht ein Duplikat. Kein großer Verlust in deinem Fall. Wow, ich hab's dir gesagt. Beim Teleportieren musst du alleine in der Kabine sein. Berühre nichts im Labor. Was hast du getan? Deine DNA, die mit der eines Skorpions vermischt wurde, wird durch das Satellitensystem übertragen und verwandelt alle Bewohner des Planeten in Menschen-Skorpion-Hybride. Oh.
Du hast Dimension C137 zerstört, du dämlicher Knopf, du! Rick und Morty kehren in das ursprüngliche Universum zurück, wo die Mutanten nicht existieren, aber das können sie nur ein paar Mal machen. Ich denke nicht, dass wir sehen wollen, was mit Arnie passiert. Besser zurück nach Australien. Glücklicherweise habe ich Arnolds Quantendaten gerettet zur Körperwiederherstellung. Arnie, krabbel mal lieber wieder durch das Wurmloch zurück, was dich ins Jahr 2018 nach Hause bringt, bevor es zu spät ist. Und vergiss nicht die Entwürfe. Jetzt wissen wir, wie die Menschheit im Jahr 2050 einen Teleporter entwickeln kann.